Moin Moin und herzlich willkommen zu deinem neuen Sportwetten-Video heute auf unserem Sportwetten-Kanal. Und es geht wieder darum, die neuesten Tipps Kai aus den Rippen zu leiern. Einige Tage war jetzt Ruhe, wir geben euch den Grund. Es geht direkt los nach dem Intro. Hallo Kai, schön, dass du wieder mit dabei bist. Tim, grüß dich, hi. So, es wird mal wieder Zeit, dass wir beide über Fußball und deine Tipps quatschen. Absolut, ja. Wir waren jetzt, sag ich mal, ein paar Wochen out of order, weil wir beide im Urlaub waren. Erst war ich im Urlaub, habe eine schöne Radreise unternommen und dann warst du im Urlaub und sind frisch erholt und starten wieder rein in unsere beliebte Tippshow. Genau so ist es. Und jetzt bin ich erstmal mega gespannt, was nach so viel Fußballpause hier wieder auf dem Programm steht. Ich würde sagen, wir gucken mal direkt rein und dann schauen wir mal auf deine neuesten Tipps. Also es gibt wieder eine 9er-Kombi-Wette von deiner Seite aus, da bin ich mega gespannt. Und ich würde sagen, wir gucken auch direkt rein, oder? Das machen wir so. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, 9er-Kombi-Wette, das ist natürlich nicht wirklich ernst gemeint. Es geht uns ja vielmehr darum, dass ihr mal einen Einblick bekommt, was man bei den neuen Bundesligaspielen am Wochenende tippen könnte oder die Tendenz so ein bisschen für sich ausmacht. Ich führe ja auch die Premium-Gruppe vom Wettscheinservice und auch da werden wir sicherlich nie eine 9er-Kombi anspielen. Das ist ja im Bereich vom Glücksspiel und wir versuchen ja durch unsere Analysen das Glück und das Momentum auf unsere Seite zu lenken. Deswegen nur zur Einordnung, eine 9er-Kombi wird es in der Premium-Gruppe sicher nicht geben, aber hier ist es ganz interessant, um die Bundesliga-Spiele einfach auch mal ein bisschen eingeordnet zu bekommen. Und falls es der ein oder andere schon vergessen hat, wir machen das in dem Format, dass ich wie in einer Radioshow kurz die Spiele analysiere und im Dreiweg alle Spiele durchtippe. Wer sich da jetzt noch für genauere Tipps interessiert, die auch ja, meiner Meinung nach dann mehr Value haben, der kommt in die Premium-Gruppe und guckt sich's da mal an. Genau, der Anmelde-Link unterhalb dieses Videos, aber dazu sagen wir gleich noch was. Ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. Wir sind hier in der ersten Bundesliga. Bin sehr gespannt auf deine Tipps. Genau, Tim, du hast wieder jetzt Pause. Ich führe meinen bekannten Monolog und dann gucken wir mal nachher, was für eine Quote rauskommt. Das hast du nett gesagt, dafür, dass ich jetzt endlich mal die Klappe halten soll. Ja, gut, starten wir rein. Freitagabendspiel. Wir werden das Video jetzt gleich irgendwann veröffentlichen. Das heißt, vielleicht ist es ein bisschen knapp bis zum Freitagabend. Vielleicht kann es der ein oder andere noch mitnehmen. Aber auf jeden Fall dann, die Samstagsspiele werden dann aktuell drin sein. Fangen wir an, Freitagabend, also heute Abend Köln gegen Fürth. Die Kölner sind ja furios in die Saison gestartet. Ist ein ganz anderes Köln, als man es noch aus der letzten Saison kennt. Auch unter Baumgart jetzt, der da schon so ein bisschen der Messias ist. Am letzten Spieltag ein 1-1 in Frankfurt geholt und Fürth ist so für mich so das Team in der Bundesliga, was einfach nicht auf Dauer konkurrenzfähig in dieser Liga ist. Auch wenn man immerhin beim 1-3 gegen Bayern einigermaßen gut aussah, wird es in Köln bei den formstarken Kölnern nicht zu holen geben. Am Ende geht es 2-0 aus für Köln. Dann schauen wir rein, Samstag, Stuttgart gegen Hoffenheim. Das ist so ein bisschen das Spiel der Wundertüten. Stuttgart sicherlich nicht mehr so gut in Form wie in der letzten Saison. Hat auch mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Unruhe im Verein, vor allen Dingen im Vorstand, ist ja gang und gäbe beim VfB. Also richtig ist man noch nicht in die Spur gekommen. Und Hoffenheim ist eine absolute Wundertüte. Können wirklich brillieren, wie letzte Woche beim 3-1-Sieg gegen Wolfsburg. Können aber auch mal ein Totalausfall sein. Deswegen beide sehe ich so in etwa auf Augenhöhe. Hoffenheim sicherlich eigentlich spielerisch stärker einzuschätzen, aber auswärts reicht es nur zum Unentschieden 1-1. Hertha gegen Freiburg. Hertha, der Katastrophenverein. Eigentlich wollte man die Saison ja ein bisschen anders mal starten, aber es ist wieder so, wie es immer ist. Hertha schreibt negative Schlagzeilen und ob es nach diesem Spieltag noch mit Pal Dardai weitergeht, das steht in den Sternen. Auf jeden Fall ist Hertha extrem unter Druck nach der Klatsche in Leipzig und Freiburg
Reisen mit einem 3:1 zu Hause gegen Augsburg an. Freiburg sehr, sehr gut reingekommen in die Saison. Sind ein eingespieltes Team, allerdings auswärts auch immer eher als Wundertüte zu bezeichnen. Da sind sie längst nicht so konstant wie an der heimischen Dreisam. Und deswegen, Hertha kämpft gegen den Abgrund und deswegen gehe ich hier auch von einem Unentschieden aus. 1:1. Wolfsburg gegen München-Gladbach. Wolfsburg ja irgendwie Überraschungstabellenführer nach den ersten Spieltagen. Hat jetzt einen Dämpfer bekommen in Hoffenheim. Das Spiel unter der Woche war kurios in der Champions League. Am Ende hat es da leider nur zum 1:1 gegen Sevilla gereicht. Und München-Gladbach ist, sind sie jetzt reingekommen? Das ist die große Frage nach dem 1:0-Sieg gegen den BVB. Ich habe sie da gar nicht so stark gesehen wie viele andere. Man musste auch bedenken, dass der BVB lange Zeit in Unterzahl gespielt hat. Die Kontermöglichkeiten hat Gladbach auch ziemlich schlampig ausgespielt. Deswegen gehe ich noch nicht mit, dass Gladbach jetzt den absoluten Turnaround geschafft hat. Und ich denke, hier wird es eine sehr taktische Angelegenheit geben. Am Ende geht auch dieses Spiel unentschieden aus. 1:1. Dortmund gegen Augsburg. Dortmund ohne Haaland. Ja, irgendwie ist das nicht so wirklich das Original. Und Dortmund hat schon wirklich Schwierigkeiten, sich offensiv in Szene zu setzen, wenn der Norweger mal nicht dabei ist. In Gladbach verloren, jetzt unter der Woche gab es ein 1:0 gegen Sporting, aber auch da war man offensiv nicht wirklich durchschlagskräftig. Für Augsburg soll es aber dennoch reichen, die Augsburger stehen auch schon wieder ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. In Freiburg gab es einen Offenbarungseid, Weinziel ist angezählt und jetzt soll es in Dortmund irgendwie Punkte geben, da glaube ich im Leben nicht dran. Dortmund wird am Ende recht souverän gewinnen mit 2:0. Das Abendspiel am Samstag, Leipzig gegen Bochum, und Leipzig ist ja auch ein Verein, der jetzt absolut in der Krise steckt. Also ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass sie unter der Woche gegen Brügge das Spiel verlieren, aber es ist so gekommen. 0 Punkte nach 2 Spielen in der Champions League und in der Liga läuft es nicht wirklich gut. Ich denke, das 6:0 gegen Hertha am letzten Wochenende muss man mal ausklammern. Jetzt geht es gegen Bochum. Man kann aber auch davon sprechen, dass sie Glück haben, gegen Hertha einen schwachen Gegner bekommen. Jetzt mit Bochum hat man auch einen Gegner vor der Brust, wo man sich rehabilitieren kann für die Niederlage unter der Woche. Und das wird Herrn Marsch sicherlich in die Karten spielen, dass man jetzt mit dem VfL auf einen Gegner trifft, den man einfach besiegen muss. Und deswegen wird es am Ende ausgehen 3:1. Leipzig wird das Topspiel am Samstagabend gewinnen. Sonntag noch 3 Spiele im Angebot. Mainz, Union Berlin. Mainz ist ja wirklich auch unter Svensson total stabil geworden. Union Berlin ist aber auch immer weiterhin gut in Form. Für mich ist das eher ein 50-50-Spiel. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied. Und das ist der, dass Union Berlin gestern noch in der Conference League antreten musste. Deswegen sicherlich ein paar Meter mehr in den Knochen hat. Mainz konnte sich ausruhen, sich gezielt auf dieses Spiel vorbereiten. Das wird am Ende lang. Die letzten 10 Minuten fehlen wahrscheinlich bei den Unionern einfach die Kraft und Mainz gewinnt am Ende knapp mit 2:1. Bayern gegen Frankfurt, das vorletzte Spiel hier in der Analyse. Bayern ist ja aktuell absolut in Topform. Die Frankfurter haben mich auch gestern in der Europa League nicht wirklich überzeugt. Einfach offensiv zu wenig Durchschlagskraft. Und sollte Bayern das erste Tor schießen und Frankfurt öffnen müssen, dann kann es auch mal sehr schnell hoch werden. Und deswegen glaube ich, dass Bayern sich auch in diesem Spiel souverän durchsetzen wird. 4:0. Das letzte Spiel, Arminia Bielefeld gegen Leverkusen. Arminia Bielefeld nach dem 0:1 in Berlin bei Union, dass man kurz vor Schluss noch verloren hat. Nun auf Wiedergutmachung aus. Allerdings rückt mit Leverkusen natürlich ein sehr formstarkes Team, haben auch in Glasgow gestern sehr gut performt. Spielerisch toll, offensiv auch toll. Hinten neigt man hin und wieder zu Fehlern. Vor allen Dingen in den defensiven Umschaltmomenten ist man schon anfällig. Aber Leverkusen hat einfach so viel individuelle Klasse und so eine gute Form. Deswegen reicht es auch für Leverkusen am Ende zum Dreier. Leverkusen gewinnt in Bielefeld mit 2:1. Okay, das ist eine ganze Latte hier an Einzelwetten, die wir jetzt mal zur Kombi zusammenfassen, so verrückt das Ganze ist. Und wir werden wie immer hier einen Euro, einen obligatorischen Euro draufsetzen. Und dann werden wir mal schauen, was dabei nachher rauskommt. Ich bin sehr gespannt.
Wenn das Ganze so kommt wie gewollt, dann könnte es tatsächlich sein, dass wir insgesamt 437 Euro rauskriegen. Also, wenn wir einmal so ein Ding gewinnen, dann hätten wir hier richtig was gemacht. Aber erstmal vielen Dank an euch. Ist es natürlich, Einzelwetten draus zu machen oder vielleicht die eine oder andere Kombi draus. Oder wenn ihr die Rundum-Sorglos-Lösung wollt, dann kommt einfach in die Gruppe von Kai, weil das ist derjenige, der euch jedes Mal hier mit Tipps in unserer speziellen Telegram-Gruppe versorgt, und zwar jeden Tag, und den Anmelde-Link habt ihr unter dem Video. So, an der Stelle, normalerweise gibt es eine 10 Euro Paysafe-Card, und zwar für das Spiel Leverkusen gegen Gladbach. Das war nämlich vor einiger Zeit im letzten Video das Spiel, wo wir euren Ergebnistipp haben wollten, aber es gab niemanden, der das Ganze richtig eingeschätzt hat. Deswegen bleibt das Ganze im Topf und es geht wieder um eine neue Paysafe-Card, und zwar im nächsten Video wird ausgelost, wenn ihr erstens in unserem E-Mail-Verteiler vorhanden seid und zweitens jetzt noch den richtigen Ergebnistipp unterhalb dieses Videos reinpackt, und zwar zum nächsten Spiel Mainz gegen Union Berlin. Spannendes Ding, schwierig zu tippen, oder? Ist das Spiel am Sonntag, genau. Und ja, das ist, wie gesagt, es ist so eher so ein 50-50-Spiel. Also bin ich auch gespannt, wie es am Ende ausgeht. Und bin jetzt natürlich auch auf eure Tipps gespannt, denn ja, wir wollen die 10 Euro Paysafecard endlich mal wieder an den Mann bringen. Ich denke, das wird auch diesmal klappen. Absolut. An der Stelle, Leute, wenn ihr mehr von diesen Tipps haben wollt, Kais Premium-Gruppe unterhalb dieses Videos, meldet euch an. Das Ganze ist noch zu einem Einführungs-Sonderpreis zu haben, im ersten Monat auf jeden Fall. 10 Euro günstiger als im zweiten Monat, deswegen nutzt noch die Chance und meldet euch einfach an. Kai, vielen Dank für deine Tipps. Wir sehen uns in einer Woche im nächsten Video und dann schauen wir mal, wie wir mit der nächsten Woche umgehen. Also erstmal bis hierher, vielen Dank. Macht's gut. Ciao. Ciao.